Der Hazrat Inayat Khan hat gesagt, Musik ist die Sprache der Seele. Finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Wir haben das zum Motto gemacht unseres Netzwerks Musik in Freiheit. Das ist ein Netzwerk, das ist entstanden jetzt in den letzten 2 Jahren von Musikern, die sich zusammengeschlossen haben und Musikerinnen natürlich. Leute, die auch nicht so einverstanden waren mit all dem, was geschah und auch Leuten, die in Not waren, weil sie ihren Beruf nicht mehr ausüben konnten, weil sie vielleicht nicht geimpft waren oder also diese ganze Situation, die uns jetzt ein bisschen in den Bann geschlagen hat, daraus ist auch was Kreatives entstanden, dieses Netzwerk. Das ist sehr schön. Viele Gleichgesinnte, die sich da gefunden haben und vorher gar nicht kannten. Und man hat sich aber jetzt meistens erst über Zoom kennengelernt. Und wir machen jetzt ein erstes Festival im September, wo wir uns live treffen. Ja.